Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Ja, heute Morgen hat es mit der Mautvorstellung nicht geklappt. Der Ferrari wollte einfach nicht. Also habe ich mal ein bisschen geguckt und habe uns was anderes rausgesucht. Hier ein ganz kleiner Überblick über die Stadt, über das Meer. Hier ist also richtig Betrieb. Was wohl letztendlich an dem neuen Traffic Mod liegt den nicht drin, habe den ich allerdings noch ein bisschen testen werde, um zu gucken, was macht er und was macht er nicht. So, ja, hier sind wir dann an unserer Garage. Unschwer zu erkennen an unserem Firmenlogo. Und was habe ich jetzt für euch? Ja, ich habe für euch rausgesucht hier diesen VW Scirocco. Die Spiegel muss ich nochmal bearbeiten, weil das passt so nicht. Aber da hat auch der Modder tatsächlich fairerweise geschrieben, dass es mit dem Mod noch so ein paar Problemchen gibt, was er fixen will. Und da müssen wir halt mal sehen. Das heißt, wir wissen, dass da nicht alles hundertprozentig sein wird. Hier fehlt zum Beispiel das Nummernschild. Egal, fahren wir ohne. Ich muss gleich sowieso noch was abschalten, wenn wir den testen wollen. Und ja. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wo können wir den Wagen kaufen? Wir gehen natürlich zum LKW-Händler. Mercedes. Und ich kaufe die Dinger immer online. Nee, natürlich nicht Mercedes. Es war mir sowas von klar, dass ich mich wieder verhaue. Es ist jedes Mal das Gleiche mit mir. So, MAN war es. Sag mal, bin ich blöde oder was? Vor 2 Minuten gemacht. Schon weiß ich es nicht mehr. Komm. Okay, wir kaufen den natürlich bei Iveco, wo auch sonst. Wo sonst kauft man VW, wenn nicht bei Iveco? Wir können die Ausführung ändern. Und zwar, was können wir machen? An der Karosse natürlich erstmal nichts. Das ist und bleibt Standard. Das Fahrwerk. Wir können das Standardfahrwerk nehmen. Oder das, was ich mir jetzt eingebaut habe, lecker tiefer gelegt, ne, wie man sieht. Richtig schön runter auf den Asphalt. PS-zahltechnisch habe ich natürlich die 2,0 Liter Maschine gewählt, nicht die 1,6 mit 75 PS, weil wir wollen ja auch letztendlich vorwärts kommen. Am Getriebe können wir nichts ändern. Das ist und bleibt, wie es ist. 5 Gänge. Interieur, ja. Hier ist offensichtlich das Problem, weil ich erkenne den Unterschied nicht. Ich sehe nichts. Es ist und bleibt gleich. Da ist wahrscheinlich ein Mordfehler. Lackierung, können wir hier diesen Wagen tatsächlich ändern, was bei dem Porsche nicht möglich war. Ich habe hier, hat hier eine benutzerdefinierte Metallic-Farbe gewählt. Ja, was können wir hier ändern? Wir können hier natürlich nur die Fahrerschilder reinlegen. Wir können Lampenbügel. Ah, okay. Ja, natürlich eine Zivilpolizei davon machen. Pilot. Die Dinger passen anscheinend auch so, wie es aussieht. Taxi, genau, mit K. Alles klar. Police. Wo schreibt man Taxi mit K? Wo ist das? Keine Ahnung. Wir machen, haben allerdings hier gar nichts gemacht. Was ich gleich noch ändern werde, ist die Spiegel, weil das sieht in Lackiert dann einfach etwas schicker aus. Ja, bei den Felgen, ne, wie man sieht, irgendwie so ein bisschen Pfossen. Was passiert denn da, wenn ich jetzt? Ah, das geht natürlich. Das geht natürlich alles nicht. So, wir lassen es jetzt mal so. Ja, und viel mehr ist an diesem Fahrzeug auch nicht zu machen. Im Innenraum kann man im Grunde genommen auch nicht großartig was ändern. Man kann hier wieder das Nummernschild anbringen, links und rechts. Man kann niemanden mitnehmen. Ja, ich bin gespannt, was noch passiert. So, wir verlassen aber unseren Händler, weil wir das, ja, ich möchte die Änderung rückgängig machen, weil wir haben ja unser Fahrzeug bereits. Was ich jetzt natürlich für eine kleine Proberunde noch machen möchte, ist auf jeden Fall natürlich Optionen. Und zwar Gameplay. Wir schalten
Bußgelder aus. Mit dem LKW dürfen wir 80, mit diesem Ding im Prinzip so schnell, wie wir wollen. Und wir machen eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus, weil sonst haben wir nichts von unseren 200 PS. Ja, dann setzen wir uns mal rein ins Autochen. Jetzt hat er mich hier wieder unters Auto katapultiert. Wo ist denn der Zug hier, Mensch? Einmal um die Garage herumlaufen. Das ist ja ein Lärm hier, meine Güte. Ich höre zwar die Geräusche, aber ich sehe keine Bahn. Wo fährt denn die? Dackeln wir doch mal einfach hier über die Straße, aber eine Bahn finde ich trotzdem nicht. Also die Sounds scheinen hier an dieser Stelle auf in den Nachthimmel an dieser Stelle irgendwie nicht so ganz zu passen. Ja, ein bisschen fliegen hier. Ist auch keine Bahn. Aber mächtig Verkehr, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist echt. Ach, hier, guck an. Aber hier fährt kein Zug, oder doch? Nö. Egal. Wir steigen mal, mal gucken, ob das geht. Genau, wir steigen mal in unser Autochen und gucken mal, wie uns sich der 200 PS Motor anhört. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nur einmal um den Block. Der Blinker ist zum Einschlafen, ha? Oh, Hallöchen. Guck mal, da ist er extra ein Stückchen vorgefahren hier für, wegen mir. Es ist doch. Na, Schätzelein, heute Abend schon was vor? Was macht der da? Genau. Der hatte Langeweile. Warum steht der hier eigentlich rum? Was ist das denn? Ach, hier, Unfall. Guckt euch das an. Herrlich. Wie herrlich. Okay, komm, die möchte. Guck mal, die hat auf mich gewartet. Die fährt jetzt erst weiter, ne? So, wir fahren jetzt einfach mal. Wir sind viel zu schnell, ich weiß. Aber das ist mir gerade mal egal. Ich möchte diesen Mod halt ein wenig vorstellen. Mal gucken, wie er fährt. Und ich denke, wir werden dann demnächst mal so ein bisschen durch Italien damit fahren. Wenn der Ferrari nicht will, nehmen wir eben VW. Bremsen ist soweit auch okay, ja. Vielleicht ist er für seine 200 PS ein bisschen schwach im Anzug. Ich meine, der Sound ist geil, da gibt es nichts. Das ist soweit okay. Mal auf zu blinken. Muss man hier lang? Hier, guck an. Ja, ein paar Ladehänger hier, aber naja, da müssen wir durch, wa? So, wir fahren hier noch mal rechts. Also liegt auf jeden Fall zumindest hier im Stadtverkehr schön auf der Straße. Wir fahren hier noch einmal rum und dann zurück zu unserer Garage.
Ach, wir einmal hier drauf aufs Gelände hier kommen wir. Man gönnt sich doch sonst nichts. Vor allem haben wir diesen ganzen Krempel dann mal freigeschaltet. So. Kommen wir denn nicht auf das Nachbargrundstück von hier aus? Nee, wohl eher nicht. Also auch von der Lenkung her sehr schön. Also das gefällt mir, ja. Tatsächlich. So, einmal rum, 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 rum. Und das klappt, ohne dass ein Schleudern kommt. Das ist also schon mal schön, auf jeden Fall. So. Der Sound. Wer es hört, ich sag schon mal, ich habe mich mal in Sachen Musik. Hoppala. Ein bisschen, okay. Ich habe mich mal ein bisschen in Sachen Musik versucht. Sample ist nicht ganz sauber, aber gut. Man hört so ein leichtes Knacksen. Also liegt so gesehen sehr schön auf der Wussten eigentlich unser Schätzelein jetzt hin. Hoppla. Muss doch glatt den Blinker kaputt hier fahren haben. Warum fahren hier so viele Autos? Ich will das nicht. Hier ist ja richtig was los, Mensch. Hoppla. Das lag jetzt daran, weil ich auf den. Ja, ich habe aufs Navi geguckt, aber nicht mehr auf den Bildschirm. Das ist natürlich schlecht. So, da vorne muss dann auch irgendwo unsere Garage sein. Wie kommen wir da jetzt hin? Ne, ach so, ja, da vorne links. Und da vorne links. Da vorne links, da vorne links, da vorne links, hier rein und. So, ganz kurze Tour. Tor nach oben. Nochmal so ein bisschen von außen gucken. Ja, und ich würde sagen, beim nächsten Mal fahren wir da einfach mal eine Runde mit. Das Video wird es dann voraussichtlich am Montag früh geben. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.